Hallo, willkommen. Ich bin Won. Wenn ein Schüler bei mir zum ersten Mal ist, haben wir ein kleines Gespräch und ich frage, was möchte er oder sie ändern? Was sollte besser werden? Und sehr oft höre ich, meine Bälle fliegen einigermaßen gerade. Die sind einfach zu kurz. Ich möchte mehr Länge haben. So, ich werde in diesem Video dir mitteilen, was ich beobachtet habe. Die Gründe erzählen, warum die Bälle einfach zu kurz sind. So, der erste Grund für mangelnde Länge ist folgendes. Der Golfer möchte weiter schlagen, versucht weiter auszuholen, was absolut kein Problem ist, aber leider kommt dieser Golfer aus der Achse raus, hoch oder zur Seite. Und was dann passiert, da ist keine Spannung hier oben. Und da es keine Spannung gibt, muss der Golfer von hier schlagen und kommt dann meistens von außen. So, meine Lösung für dieses Problem ist folgendes. Hol aus, schaue, dass du in der Achse bleibst, bis du Spannung spürst. Wenn du die Spannung spürst, ist das Feierabend. Dann hol bitte nicht weiter aus. Ich habe hier ein Eisen 6 in der Hand. Und ich werde mit einem relativ kompakten Rückschwung den Ball wirklich weit schlagen. So, Spannung ist dein Freund. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, dass es einfach nicht reicht, dann winkel ein bisschen mehr mit den Händen. Eine schöne Körperdrehung, wo du zum Schluss ein bisschen Spannung spürst, mit viel Winkeln, das kann sehr viel Schlägerkopf beim Abschwingen produzieren. So, passt bitte auf, dass das nicht passiert. So, folgendes sehe ich auch sehr viel. Im Moment des Treffens zeigt der Bauch immer noch zum Ball. Das Gewicht ist auf beiden Füßen. Und was ein Zeichen dafür ist, dass der Golfer mit dem Oberkörper den Abschwung gestartet hat. Am Ende des Schwunges sieht super aus, aber diese Verlagerung nach links war zu spät. So, es ist einfach so, wenn du einen Ball wirfst oder wenn du Golf spielst, musst du als erstes verlagern und dann schlagen. So hast du am meisten Power. So, wenn du dich filmst und siehst, dass du zu lange auf dem rechten Bein bist, dass du das Gewicht nicht früh auf die linke Seite bekommst, dann ist die beste Übung, was ich kenne dafür, die linke Ferse beim Ausholen ein bisschen hochkommen zu lassen und dann als erstes die Ferse in den Boden zu drücken, bevor du schlägst. Das ist super, weil so stimmt dann die Reihenfolge und dann gibt es viel mehr Power durch den Ball. Ich werde meine Ferse ein bisschen hochkommen lassen, und dann reindrücken und dann schlagen. Das ist sowieso gut für die Technik wichtig, aber auch für Länge. So, wenn du merkst, du bist zu spät mit der Verlagerung, mit dem Unterkörper, dann drück deine Ferse rein und dann schlagen. Folgendes sehe ich bei Spielern, die länger dabei sind, die sehr viel YouTube schauen, die versuchen, von innen an den Ball zu kommen. Und dann sieht der Abschwung so aus. Die rechte Schulter ist recht tief, die Hüfte sind ziemlich doll geschoben und die Hände bleiben sehr weit vorne. Sehr oft ist dann das Blatt offen und Slices kommen zustande. Von dieser Perspektive sieht es dann so aus. Man kann auch so Socket spielen. Die Hände sind sehr weit weg vom Körper und der Schläger ist ja hinten. Und wenn ich mit diesen Golfern rede, dann merke ich, die wollen die Hüfte nach da schieben. Die wollen von innen kommen. Oft holen sie auch flach aus, damit sie so kommen können. Aber dann sieht der Schwung so aus. Oft trifft man den Boden zuerst und es gibt sehr wenig Release. Das passiert nicht. Und dann natürlich ist es fest, ist nicht gut für den Rücken
und da ist keine wirkliche Länge. So, was ich dir empfehle, wenn du auch diesen seetypischen Fehler machst, ist, mach ein paar Probeschwünge ohne Ball und ohne Boden. Ich schwinge ein bisschen um meinen Körper herum und ich lasse meine Hände so locker, wie ich kann. Und ich löse hier so früh, wie ich möchte, und das Timing stimmt trotzdem. Du solltest keine Angst haben, diesen Winkel zwischen Arm und Schaft zu lösen. Also, solange du den Körper die ganze Zeit drehst, wirst du nicht zu früh schlagen. Du schlägst nur zu früh, wenn du hier stehen bleibst. Okay, so wenn du den Schwung mit Ball machst, beim Abschwingen gestatte das Endwinkeln, das Lösen, den Release beim Abschwingen, weil du musstest unbedingt in diese Position kommen, mit Händen oberhalb der Fußlinie und Schlägerkopf vorne. Du musst natürlich gucken, dass du dabei das Gewicht verlagerst, ja, aber man möchte den Schläger, das ist der Rückschwung, ich möchte beim Abschwingen wieder da kommen. Und wenn ich ziehe, dann komme ich in eine ganz schlechte Position. So, nicht ziehen beim Abschwingen. Lass die Hände laufen, damit du in diese Position kommst. Da, wo du beim Ausholen bist, so musst du beim Abschwingen sein. Okay, so ich werde nur daran denken und ich weiß, dass ich so einen schönen knackigen Ball schlagen kann. Okay, so spüre, wie du das Gewicht verlagerst und wie du dann diesen Winkel löst. Oh. Und das bringt Länge. So, der nächste Fehler, den ich sehr oft sehe und höre, ist, wie der Golfer versucht, den linken Arm beim Ausholen gerade zu lassen. Er macht dadurch die Hand, Schulter, Arm fest. Und meistens gibt es keine guten Auswirkungen. So, den linken Arm bitte nicht versuchen, gerade zu lassen. Der Arm wird automatisch locker lang bleiben, wenn du dich ausreichend drehst. Meistens passiert so ein krummen linken Arm bei Golfern, die den Unterkörper viel zu fest haben. So, gucke, dass du dich ausreichend drehst, dann ist man automatisch hier lang. Und solltest du beim Aussonnen ein bisschen den linken Arm beugen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn du sogar mangelnde Länge hast, dann schlage ich vor, dass du ein bisschen Beugung da lässt, dann hast du einen weiteren Hebel. Du wirst beim Abschwingen durch das Gewicht des Schläges den Arm wieder gerade bekommen. So, bitte, bitte einen ganz, ganz lockeren linken Arm beim Schwingen. Das sah bestimmt jetzt nur gerade bei von deiner Perspektive. Aber glaub mir, mein Arm ist locker. Der nächste Grund für nicht ausreichende Länge. Der Golfer schafft es nicht, die Ebene beim Abschwingen zu finden. Die richtige Ebene. So, was ist die richtige Ebene? Die richtige Ebene ist einfach da, wo man beim Ausholen ist. Und wo sollte man beim Ausholen sein? So ungefähr in dieser Position. Das ist zu flach. Das ist die richtige Ebene. Und dann muss ich einen Weg finden, diese Position wieder zu finden. Und was man immer wieder sieht, das kommt vielleicht, weil man an Hüfte denken, an Drehen denkt, ist, dass der Golfer startet, den Abschwung nach vorne. Und wenn der Golfer an Hüftdrehung denkt, er meint, das ist richtig, was passiert? Die Hände kommen mit nach vorne. So, wenn du dich filmst und siehst, dass du das auch tust, dass du deine Hände und Schläge zu weit weg vom Körper hast, dann bitte mach Folgendes. Nachdem du den Stand eingenommen hast, deinen Rückschwung gemacht hast, starte den Abschwung mit einer leichten laterale Bewegung. Und spüre dann, wie du die Arme senkst. Okay, so ich hole aus, starte mit meiner laterale Bewegung und senke meine Hände, Schläge und Arme in die Ausgangsposition. Da, wo ich beim Ausholen war.
Okay, so du merkst, es ist nur ein Senken. Es gibt keine Drehung. Du darfst nicht drehen denken. Du wirst von alleine drehen. Du drehst dich zu viel. So, das wird dir sehr helfen, wenn du ausschließlich an diese Bewegung denkst. So, ich denke ausholen, lateral, während ich die Arme senke, und ich denke an meine Endposition, an nichts anderes. Wenn ich das mit meinen Schülern mache, sind sie so überrascht, dass sie den Ball treffen, und sofort spüren sie dann mehr Power durch den Ball. Wenn dies dir nicht hilft, was ich gerade gesagt habe, dann bitte versuch mal Folgendes. Schwinge gerade aus, ich hole zu dir aus, zu der Kamera aus, und dann mache ich einen kleinen Bogen nach innen und dann schlage ich den Ball. Dieser Bogen nach innen ist genau das Gegenteil von der Drehung nach außen, und so kann ich auch sehr leicht die richtige Ebene finden. Es fühlt sich komisch an. Aber glaub mir, das hilft dir sehr. Aber bitte, beim Senken der Arme, senke die Arme und mach das nicht so. Okay, so finde die Ebene, du wirst Länge gewinnen. So, der letzte Punkt, warum Golfer Länge verlieren, ist die Schlagfläche. Die Schlagfläche ist im Treffmoment offen, in den meisten Fällen. Nur, wenn ich ein offenes Blatt habe, ich habe jetzt ein Eisen 6, dann ist mein Eisen nicht ein Eisen 6, dann ist es ein Eisen 8. Und natürlich bringt das mir zu wenig Länge. So, ich muss gucken, dass mein Schläger im Treffmoment square ist, gerade ist. So, das Erste, was du checken musst, ist, stimmt dein Griff? Das ist ein guter Test, zu sehen, ob der Griff stimmt. Halte den Schläger nur mit deinem Zeigefinger. Wenn du den Schläger richtig hältst, wenn der Schläger unter dem Handballen von Kleinfinger liegt, dann kannst du den Schläger mit einem Finger halten. Wenn du aber den Schläger in der Handfläche hast, dann wird es kaum möglich sein, den Schläger so zu halten. So, der Schläger muss unter dem Handballen vom Kleinfinger liegen, und dann siehst du mehr vom Handrücken von der vorderen Perspektive. Das gibt dir sofort mehr Länge. Wenn du trotz guten Griff eine offene Schlagfläche hast im Treffmoment, und offene Schlagfläche hast du, wenn der Ball nach rechts fliegt. Du triffst den Ball gut, aber fliegt trotzdem nach rechts. Dann kannst du davon ausgehen, dass das Blatt offen ist. So, Griff ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, beim Ausholen zu gucken, dass du hier oben den Handrücken so richtig weg von der Uhr beugst. Du kannst dann auch gucken, wie sieht der Schläger aus. Du möchtest dann von der hinteren Perspektive, benutze einen Spiegel, so viel vom Blatt wie möglich sehen. Das ist nicht gut. Das ist offen. So, wenige Unterarmrotation. Dadurch kriegt man die Schlagfläche offen. Gucke, dass das Blatt square ist oben. Und dann mach bitte auch trockene Schwünge und schwinge runter. Und schaue auch, dass du kurz vor dem Treffmoment, dass das Blatt leicht nach unten zeigt und nicht so ist. Okay, so, es kann sein, dass deine Bälle ein bisschen mehr nach links fliegen. Ja, dann richte ich ein bisschen mehr nach rechts aus. Aber einen stärkeren Griff und ein Blatt, der square ist oder leicht geschlossen, oh, bringt dir so viel mehr Länge. Der Ball fliegt flacher, hat Kurve nach links und rollt natürlich mehr aus. So, danke, wenn du bis zum Schluss geschaut hast. Ganz sicher, da sind ein paar Punkte, die dir helfen werden, weiter zu schlagen. Bitte abonniere Wohnhotree Golf. Ich freue mich, wenn du das tust. Und ich hoffe, dass wir uns bald sehen. Entweder hier in Lüttelsburg oder auf eine kommende Golfreise. Ich wünsche dir was.